Wer benutzt denn alles Linux regelmäßig? Okay, das ist sehr schön, weil hier jetzt bei Null anfangen, das würde ein paar Stunden dauern. Genau, also von daher geht es halt um die ARM-spezifischen Dinge. Wer hat auf ARM, auf irgendeinem ARM-System schon mal selber einen Kernel gebootet, einen eigenen selbstkompilierten? Wer hat schon mal im Device-Tree drin rumgepfuscht? Okay, sind nur ein paar. Also dabei geht es halt darum, dass man eben nicht einfach nur ein fertiges Image draufschreibt und dann damit irgendwas tut, sondern dass man wirklich den ganzen Bootprozess nachvollziehen kann und halt auch einen eigenen Kernel drauf machen kann. Das ist natürlich interessant für schlanke, maßgeschneiderte Systeme, also wenn man ein Embedded Device bauen will, was zum Beispiel, wenn man jetzt so ein fertiges Image nimmt, dann ist da meistens irgendwie ein Ubuntu mit grafischer Benutzeroberfläche und so Zeug. Und wenn man jetzt ein einfaches Embedded System hat, dann will man halt gar keine Benutzeroberfläche, sondern vielleicht nur IP-Konnektivität und so ein paar Geschichten. Ja, ansonsten sind die meisten Images natürlich immer relativ veraltet, weil es halt schon viel neuere Kernel gibt und also gerade jetzt kürzlich halt mit diesen ganzen Spectre-Gegenmaßnahmen und so, die sind jetzt erst in aktuelleren Kernel mit drin, wenn man es braucht. Ansonsten ist es so, dass man teilweise halt mit neueren Kernel neue Features hat, neue Stromspartechniken. Also ich habe da schon teilweise Unterschiede von einem halben Watt bis zu einem Watt gehabt, wenn ich auf einen neueren Kernel mal abgegradet habe, ja. Genau, also das sind so für mich die Punkte. Ich mache das Ganze, also für mich selber, ich baue teilweise eben auch Hardware auf ARM-Basis, design halt solche Boards und für Kunden und mache ansonsten so Hardware-Security-Tests auch, wo ich eben irgendwelche Embedded Devices auseinandernehme und dann schaue, was man damit tun kann. Und dafür sind diese ganzen Dinge natürlich auch sehr nützlich. Kurz am Anfang, es geht hier um ARM-Prozessoren bzw. SoCs. SoC steht für System on a Chip, das heißt, wir haben in einem Chip drin eine CPU und auch schon Peripherie. Ja, also da sind serielle Interfaces mit drin, da ist ein Teil von Ethernet-Interface mit drin. Wir haben da USB teilweise mit demselben Chip dann schon mit drin und so. Beim PC sind das halt öfter getrennte Chips, die dann außen nochmal angebunden sind an die CPU. Architekturen sind hier relevant eigentlich, also die ARM V7-Architektur, die ist halt für 32-Bit gedacht und ich benutze jetzt ein paar Begriffe, weil die sind ja auch dick gedruckt, über die man immer wieder stolpert und wo man dann sich fragt, ja was soll das jetzt eigentlich? Und zwar ist einer dieser Begriffe ARM-HF. ARM-HF steht für ARM Hard Floating Point, das ist so, früher hatten die ARM-Prozessoren im Normalfall keine Hardware Floating Point Unit, sondern das musste dann halt in Software mit Integer gerechnet werden und approximiert werden. Und man hatte früher da noch eine andere Architektur vor dieser Floating Point-Ding, nämlich ARML. Und das steht für ARM Endian Little. Man kann die ARMs nämlich umschalten auf Big Endian. Das macht aber meines Wissens niemand. Und ich bin mir sicher, dass da sämtliche Software explodiert, wenn man das versucht zu tun. Genau. So von diesen 32-Bit-Architekturen, also Ableger, gibt es da einige. Der dickste mit ist eigentlich der Cortex-A15. Hat jemand so ein Odroid XU4? Das ist ein relativ schönes Board und relativ leistungsfähig. Das hat 8 Kerne drin und davon sind 4 Stück Cortex-A15. Dieser Chip, der wird auch zum Beispiel in Chromebooks mit verbaut oder wurde. Ich weiß nicht, ob es die immer noch mit A15 gibt. Ansonsten bekommt man da ein sehr leistungsfähiges Board, zum Beispiel bei Polyn Elektronik. Ja? Das ist von Samsung ist der. Also nicht der Cortex an sich, sondern der SoC und der nennt sich Exynos. Genau, ich komme später noch ein paar zu so ein paar Ablegern. Also diese A-Reihe bei den Cortex, die steht immer dafür, dass sie halt für ein richtiges Betriebssystem gedacht sind. Also es sind wirklich CPUs, die eine Memory Management Unit drin haben und eben eine virtuelle Speicherverwaltung. Und das ist eine Abgrenzung zum Microcontroller. Der Microcontroller hat das nicht, bei dem sind die physikalischen Adressen, da arbeitet man immer auf den physikalischen Adressen und da kann man dann eben kein normales Linux-System hochziehen, sondern man muss sich halt überlegen, was packe ich wo in den Speicher. Und das ist jetzt nicht so interessant, wir wollen schon ein richtiges Linux hier haben.
ARMv8 ist eben die eine neuere Architektur und die ist für 64-Bit gedacht. Und hier gibt es wieder zwei Begriffe, die hier auftauchen, und zwar AArch 64. Dieser Begriff taucht tatsächlich im Userland auf, und ARM64. Mit beiden ist dasselbe gemeint, nämlich 64-Bit ARMv8-Architektur. Und da gibt es auch wieder einige Ableger. Also es gibt da jetzt noch neuere als die hier stehen. Aber zurzeit ist so das, was man an fertigen Boards bekommt, ist eigentlich der Cortex A73 das leistungsfähigste. Genau, die kleineren Sachen wie A53 und so, die sind eher auf Stromsparen ausgelegt. Und es gibt hier auch SoCs, die im selben Package drin verschiedene Kerne haben. Ja, also das ist eine Spezialität, die man hier bei ARM eben findet. Da gibt es eben SoCs, die haben dann zwei oder noch mehr Cortex A73 oder A72 drin und zusätzlich aber auch die A53. Und je nachdem, wie viel Last man jetzt hat, nutzt man dann halt nur die Stromsparkerne oder auch die mächtigen. Genau. Der Cortex A32 ist eine Ausnahme, der ist nämlich 32-Bit. Wer hat schon mal cross-compiled? Also natürlich alle Leute, die halt einen Kernel schon mal gebootet haben. Ja. Genau. Also wenn man ein Debian-basiertes System hat wie Ubuntu, da gibt es schön fertige Pakete, die man sich hier installieren kann. Und das sind diese Cross-Build Essential ARMHF bzw. ARM64 für die 64-Bitter. Und genau, die nutzt man einfach, indem man halt die Environment-Variablen dann richtig setzt. Man gibt hier den Prefix an, also das ist quasi dieses Präfix, das wird dann einfach von der Build-Chain, also vom Build-Environment, wird das vor die eigentlichen Tools dann automatisch gesetzt, damit das Ding dann halt die entsprechenden Compiler-Linker und so weiter findet. Ja, das Build-System der Software muss aber eben dieses Cross-Compile auswerten, und das tut zum Beispiel der Linux-Kernel und das tun auch halt Bootloader üblicherweise. Aber wenn man jetzt selber Software geschrieben hat mit einem normalen Makefile, dann passiert das erstmal nicht. Das muss man dann schon von Hand mit in das Makefile mit reinmachen. Dann komme ich mal kurz zur Hardware. Der Raspberry Pi ist eine etwas blöde Geschichte. Er ist zwar ziemlich billig und auch recht leistungsfähig, aber was so den Open-Source-Gedanken angeht, ist er kein allzu schönes Beispiel, weil Broadcom sich da ziert, Doku rauszugeben. Also man kriegt über den Chip, also über den SoC selber, gibt es kein ordentliches Datenblatt. Man kann den Chip auch gar nicht einzeln kaufen, sondern nur als fertige Boards. Und ja, also ich benutze den schon auch manchmal. Ich habe da aber noch nie selber einen Kernel draufgepackt, sondern das sind dann halt so Standardanwendungen. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was ich einem Kunden irgendwie geben würde, wenn der was auf sich hält. Ja. Es gibt da einige Alternativen von sehr vielen Herstellern. Also diese Liste hier, die ist ein bisschen so mit aufsteigender Performance sortiert. Also die schlanksten sind eigentlich Cortex A5. Die haben auch wirklich nur einen Kern und auch gar keine, die sind nicht superskalar, also die können nicht mehrere Befehle parallel ausführen, und deswegen sind die hier zum Beispiel für keinen einzigen Spectre-Angriff anfällig. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwelche Cache-Timing-Geschichten gibt, aber ja, die brauchen dann auch teilweise halt nur so 0,2 Watt oder 0,3 Watt mit einem laufenden Linux-System, und da genehmigt sich halt ein Raspberry Pi oder so dann schon mal das Zehnfache davon. Da gibt es eine italienische Firma, da kann man sich die auch relativ günstig bestellen, also die kosten auch so um die 30 Euro oder so rum. Eine weitere Variante sind die Beagleboards, beziehungsweise da gibt es verschiedene Ableger von mittlerweile, und die sind tatsächlich noch viel älter als der Raspberry, die gab es nämlich schon 2008. Da gibt es auch mittlerweile relativ mächtige von, mit Cortex A15, glaube ich, und so. Die sind von Texas Instruments und auch sehr, sehr gut dokumentiert. Also da findet man irgendwie tausendseitige Datenblätter, und mir sind die oft zu komplex, um sie zu verbauen. Ja. Ansonsten von NXP gibt es noch gut dokumentierte Chips, also die werden auch in der Industrie sehr häufig eingesetzt. Das ist diese IMX-Serie, und da gibt es Open-Source-Boards, also die speziell halt auch für relativ günstig sind, und zwar die WAND-Boards nennen die sich. Die sind auch recht mächtig, und ja,
Was jetzt noch ein relativ neuer Player ist, ist der ROG-P und den bekommt man bei Reichelt Elektronik zum Beispiel. Da ist ein sehr, sehr schneller ROG-Chip-SoC drauf. Dieser ROG-Chip hat zwei Cortex-A72 drauf mit 2,2 GHz und dann nochmal vier Cortex-A53. Also der kostet so je nach Ausstattung zwischen 50 und 90 Euro und der ist ziemlich mächtig und der Kernel-Support dafür ist auch relativ gut. Der hat sogar PCI Express dann auch mit drin und mit dem spiele ich zurzeit ein bisschen rum, weil ich da mehrere Inter-Ethernet-Karten anschließe, um das halt für Netzwerkgeschichten zu nutzen. Also da bekommt man auch 2 Gigabit oder so pro Sekunde durch. Ja. Ein ganz neues Ding ist das Odroid N2. Der hat eben vier Cortex A73 drin. Es kostet, glaube ich, so knapp unter 100 oder so, ist aber noch nicht ganz so gut verfügbar. Und der hat allerdings kein PCI Express, sondern nur mehrere USB Superspeed. Ja, es gibt da auch Listen für, also die Slides stehen im Netz, da kann jeder mal rumklicken. Ja, das Wichtigste ist eigentlich, wenn man Low-Level arbeiten will, eine serielle Konsole. Die braucht man immer und ich finde das immer sehr seltsam, wenn da irgendwie Leute als erstes nicht eine serielle Konsole anstecken, sondern ein Keyboard und Maus und einen Bildschirm. Ja, weil die, wenn irgendwas schief läuft, dann sieht man es in der seriellen Konsole am ehesten noch. Ja. Und die ganze grafische Oberfläche und so weiter, das sieht man dann erst, wenn wirklich alles funktioniert hat. Wenn man jetzt den Bootloader ansprechen will oder so, dann braucht man immer eine serielle Konsole im Normalfall. Und man kann da halt auch ohne Netzwerk und ohne grafische Benutzeroberfläche und so sich dann eine Linux-Shell holen, beziehungsweise die auf die serielle Konsole liegen. Ja. Das ist sehr hilfreich für Debugging, also speziell wenn man jetzt einen Kernel baut und so und der kommt nicht ganz hoch, also meldet sich nicht via Netzwerk oder so, dann muss man eigentlich auf die serielle Konsole schauen, um rauszufinden, wo hapert es da jetzt. Also gibt zum Beispiel, jetzt auch bei diesem ROG-Chip zum Beispiel, habe ich gemerkt, dass wenn man bestimmte PCI-Express-Karten reinsteckt, dann explodiert der Kernel im laufenden Betrieb, also der noch beim Booten. Ja. Und das sieht man dann halt auf der seriellen Konsole, aber das sieht man halt nicht so über eine normale, über einen normalen HDMI-Ausgang oder so, weil der Kernel gar nicht so weit kommt dann. Genau, Terminal-Programm Minicom kennen wahrscheinlich alle. Damit kann man halt zuschauen, was da so passiert und kann dann auch eingreifen. Das Ganze kann dann eben so aussehen. Wer hatte schon serielle Konsolen an ARM-Boards dran? Ja, schon ein paar. Genau, also da sehen wir jetzt eine Ausgabe zum Beispiel von U-Boot auf so einem ROG-Chip-Board. Also das ist jetzt eben ein Board, was 4 GB RAM hat und dieses U-Boot ist ein Bootloader, da komme ich auch später nochmal kurz dazu. Ja, genau, also das sind die Ausgaben, die sind hier sehr, sehr länglich. Ich kann da auch mal kurz zeigen, wie das dann hier so vom Anfang an aussieht. Ja, also weiß nicht, ob man es gut lesen kann. Wenn man zum Beispiel bei so einem ROG-Chipboard hier hochbootet, dann geht das irgendwie so los. Genau. Da werden erstmal irgendwelche Register oder so rausgedumpt und man sieht, dass er das DDR-RAM mit 50 MHz initialisiert und so weiter. Und dann schraubt er da, dann macht er zwei, also das hat sogar zwei RAM-Kanäle. Genau, und dann schraubt er später die Frequenzen hoch und da hatte ich zum Beispiel irgendwie so ein Montagsboard erwischt, wo der zweite RAM-Kanal nicht lief. Das hat man dann, wenn man das Linux komplett durchgebootet hat, dann hatte das nur 2 GB. Da hätte man also sagen können, irgendwie ja, falsches Board geliefert oder so. Aber wenn man beim Bootloader halt mit dazu geschaut hat, dann kam hier halt Channel 1 Training Failer. Ja, also da konnte er den zweiten Kanal nicht in Betrieb nehmen und das sind dann halt so Punkte, wo man mit der seriellen Konsole dann mehr weiß, was Sache ist. Okay, ja, die Belegung für solche Boards, die findet man, also wo jetzt die serielle Konsole ist, die findet man eigentlich immer mit Google und man nutzt da dann immer solche USB-to-Serial-Devices. Bei mir ist es immer so, wenn ich selber so ein Board mache, dann mache ich mittlerweile schon so ein USB-to-Serial direkt mit aufs Board drauf, weil das kostet irgendwie 2 € oder so und ich brauche es früher oder später sowieso. Wenn man jetzt so einen USB-to-Serial hat, noch mit diesen großen Steckern hier, mit den Sub-D-Steckern, dann ist das was anderes als die serielle Konsole, die man für solche Boards braucht.
weil auf diesen Sub-D-Steckern, da liegt plus minus 9 Volt Spannungspegel an. Und wenn das so ein Embedded Board abbekommt, dann tut es sehr wahrscheinlich nichts mehr. Bei Embedded Devices hat man heute eigentlich immer 3,3 Volt oder sogar 1,8 Volt Pegel. Also gerade die leistungsfähigeren Boards, die haben schon 1,8 Volt Ausspannung. Und wenn man da mit einer falschen Spannung, also mit zu viel Spannung dran geht, dann kann man sich halt leicht so ein Board zerstören. Weil die sind halt auch sehr empfindlich mittlerweile, weil die Strukturgrößen sehr klein sind und so. Und wenn da dann mal ein bisschen zu viel Strom in den Eingang fließt oder so, dann können die kaputt gehen oder zumindest dieser eine Port kann nicht mehr ordentlich funktionieren. Ja, dann ist hier noch so ein Aspekt, wenn man so billige China USB to Serial Dinger für ein paar Cent kauft, dann sind das nicht die perfekten Devices für sowas, weil man will eigentlich gepufferte USB to Serial Devices. Diese gepufferten, die haben noch einen Eingang für die Zielspannung des Boards und können sich dann dieser Spannung anpassen. Das ist das eine, also sie verhindern dadurch Schäden am Board, weil man zum Beispiel eine falsche Spannungsversorgung hat. Sie verhindern aber auch Schäden am Board, wenn man das Ding ansteckt, aber das Board noch keine Spannungsversorgung hat. Das ist ein Problem, weil die Leitung, weil diese Sendeleitung vom UART, die ist normalerweise high und erst nur, wenn Zeichen gesendet werden, wird die low. Das heißt, da fließt dann, wenn wir das Board nicht mit Spannung versorgen, fließt ein Strom über dieses USB-to-Serial-Device in den I/O-Port von diesem Board rein und das kann den eben beschädigen dann. Und deswegen sollte man solche gepufferten benutzen. Gepuffert ist hier zum Beispiel eben, also da sehen wir hier einen Ausgangspuffer, der eben dann die Zielspannung des Boards nutzt und nur hier ein Signal an nach draußen gibt, wenn auch die Zielspannung vorhanden ist. Ja. Wenn man jetzt so ein Ding nicht hat, so eine gepufferte USB-to-Serial-Adapter, dann kann man, also ich mache da sehr oft Widerstände in die rein in die RX- und TX-Leitung. Das verhindert zum Beispiel auch, dass man sich mal was schrottet, wenn man die irgendwie falsch rum verbunden hat, also wenn man TX mit TX verbunden hat. Und wenn man da so Werte wie 330 Ohm oder so nimmt, dann funktioniert das im Normalfall. Und das begrenzt einfach den Stromfluss im Worst Case. Und dann passiert da im Normalfall nichts. Ansonsten gibt es zwei Sachen dazu, die man beachten sollte. Und zwar sollte man die TX-Leitung von dem Board, also den Ausgang der Seriellen, mit dem USB-RX, also mit dem Eingang, nur verbinden, wenn das USB-to-Serial-Device Spannung hat, also wenn das schon am USB-Port steckt. Und entsprechend andersrum, den TX, den Ausgang vom USB-Board, sollte man mit dem RX-Eingang von dem Single-Board-Computer nur verbinden, wenn der Single-Board-Computer schon eine Spannung hat. Das verhindert, dass man sich hier irgendwelche Dinge schrottet. Heißt im Beispiel, dass man halt das USB-to-Serial als erstes an den USB-Port steckt und Ground mit dem Board verbindet. In welcher Reihenfolge man das macht, ist egal. Und dann verbindet man den Ausgang von dem Board mit dem Eingang von dem USB-to-Serial. Dann versorgt man das Board mit Spannung. Und dann schließt man die TX-Leitung von dem USB-to-Serial an der RX vom Board an. Das ist relativ nervig und deswegen will man diese gepufferten. Allein schon deswegen, weil man sonst halt teilweise nicht mitbekommt, was ein Bootloader, oder man kann da nicht in den Bootloader eingreifen, weil der ja sehr schnell durchbootet, wenn man da erst dann die Leitungen verbinden muss. Ja. Und wenn man das Board runterpowert, dann muss man diese Schritte halt rückwärts durchlaufen eigentlich. Okay, dann kommen wir zum Bootprozess. Der Linux-Bootprozess auf ARM-Boards ist mittlerweile ein bisschen komplexer als hier dargestellt, zumindest bei den größeren Boards. Aber es läuft eigentlich immer so, dass man erstmal aus einem, also das ist quasi der minimale Bootprozess. Da können noch beliebig viele weitere Bootloader involviert sein. Starten tut das Ganze erstmal im Bootraum. Dieses Bootraum ist direkt in dem SoC mit drin. Also das ist ein ROM, das kann man nur lesen. Und darin startet das Ganze. Das sind meistens so 64 Kilobyte sowas. Und also da ist Code drin, den führt die CPU als erstes aus. Und dieser Code, der sucht erstmal in den ganzen Medien, die angeschlossen sind, in den Speichermedien, ob er irgendwo ein Stück Code findet, das er booten kann.
auf den. Und dieser Codeblocken, den er dann als nächstes sich holt, das ist der Secondary Program Loader. Dieser Secondary Program Loader, ohne den kann man, oder Second Stage Loader, ohne den kann man nämlich dieses SDRAM nicht benutzen. Also wir haben da ja bis zu 4 GB oder so außen an Hauptspeicher dran, aber dieser Hauptspeicher, der funktioniert am Anfang nicht, sondern der muss initialisiert werden. Und das ist mittlerweile eine relativ komplexe Geschichte. Da werden dann eben, ja, teilweise mit verschiedenen hohen Taktfrequenzen wird getestet, ob der ordentlich läuft, und es werden dann die Abtastzeitpunkte verschoben, weil die Daten einfach so schnell mittlerweile über diese Busse laufen, dass hier Kalibrierungsschritte notwendig sind, damit es nicht zu fehlerhaften Übertragungen kommt. Und das machen diese Secondary Program Loader. Also erst wenn der durchgelaufen ist, dann lässt sich auch dieses SDRAM benutzen. Vorher hat man quasi kein externes RAM zur Verfügung. Mit dem externen RAM kann man dann den Third Stage Loader booten, und das ist dann eben sehr häufig der U-Boot Loader, und der wiederum, der kann dann den Linux Kernel laden, und das, der Kernel startet dann irgendwann das Userland. Da können eben, wie gesagt, noch Schritte dazwischen sein. Das ist heutzutage auch oft so, wenn man halt so SoCs hat, die auch für Smartphones und so gedacht sind, die haben dann eben auch noch so ein Trusted Execution Environment, und die müssen dann auch nochmal initialisiert werden und so weiter. Und da kommen dann nochmal ein paar Loader-Schritte mit zwischen rein. Ja, das habe ich gerade schon erzählt, das Bootrom, dass das eben relativ klein ist, und da hat man im Normalfall überhaupt keine serielle Konsole. Also das sagt einem nicht, was Sache ist, weil das einfach in diese 64 Kilobyte nicht mit reinpasst, dieser Code. Und ja, aber das wählt üblicherweise eben dann den Bootmodus aus und liest halt den nächsten Bootschritt von irgendeinem Speicher. Dieser Second Stage Loader wird deswegen benötigt, weil also so ziemlich alle SoCs haben eine gewisse Größe an internem RAM, das sind meistens so um die 128 Kilobyte. Letztendlich ist auch Level 1 und Level 2 Cache und so. Also Caches sind auch internes RAM, die werden auch teilweise dann halt doppelt als RAM genutzt. Und dieses RAM, das steht am Anfang schon zur Verfügung, aber das externe eben nicht. Und der nächste Bootloader, den wir ausführen wollen, dieser U-Boot-Bootloader, der ist schon zu groß, um in das interne RAM zu passen. Deswegen muss eben zuerst dieses externe RAM initialisiert werden, bevor ich mit diesem U-Boot irgendwas anfangen kann. Und das macht der Second Stage Loader. Genau, das ist ein bisschen bordabhängig, was der tun muss, oder nicht ein bisschen, das ist komplett bordabhängig. Und es hängt auch davon ab, welche RAM-Bausteine man da dran hat und so. Also wenn man da den falschen Second Stage Loader drauf hat, dann funktioniert oft nichts. Ja. Genau, das kann dann zum Beispiel so aussehen. Sehen wir jetzt hier, dass er eben dieses DDR-RAM konfiguriert und danach dann versucht hier, also wir sehen hier unten, dass auf SD bzw. MMC zugreifen will, und da versucht er dann eben den U-Boot zu laden und an den abzugeben. Genau, bei diesem Second Stage Loader, da gibt es verschiedene Optionen. Also meistens stellen die Hersteller einen selber zur Verfügung. Es gibt auch in diesem U-Boot Bootloader drin ein Projekt, eben das ein U-Boot Secondary Program Loader. Das heißt, man kann aus diesem U-Boot raus, also aus dem Quellcode da, kann man auch einen passenden Secondary Program Loader bauen. Das geht nicht bei allen Boards, aber bei vielen. Es gibt auch noch eine Variante, dass man komplett ohne Secondary Program Loader auskommt. Das wird zum Beispiel auch von NXP gemacht auf den IMX-Chips. Da liegt letztendlich dann statt des Secondary Program Loaders liegt nur eine Tabelle mit Registeradressen und Werten irgendwo auf einem externen Speicher. Und das Bootrom schreibt dann die Werte aus dieser Tabelle entsprechend in die Register rein, und dadurch wird dann auch wieder das RAM initialisiert. Das ist aber eher, glaube ich, ich denke nicht, dass das noch lang so beibehalten wird oder dass das noch länger so funktioniert, weil halt so Kalibrierungsroutinen und so auch aufwendiger werden, und es ist nicht mehr getan damit, dass man nur ein paar Werte in Register schreibt. Genau. Aber das gibt's, dass man das mal weiß. Ja, U-Boot, hat jemand schon mal U-Boot selber gebaut?
Ja, also der Vorteil, wenn man U-Boot selber baut, ist meistens ist das U-Boot, was auf dem Board drauf ist, das hat halt irgendwie bestimmte Features mit drin, aber wenn man es selber baut, dann kann man da sehr viel mehr machen mit einem U-Boot. Es ist relativ mächtig und ist Open Source, das initialisiert als erstes mal die Systemtakte und es kann auf so ziemlich alle bekannten Flash-Speichermedien zugreifen, also es kann USB, SD, MMC, SPI-Flashes und so weiter. Es kann auf Busse zugreifen, also es kann zum Beispiel auch I²C EEPROMs auslesen und so. Das wird auch sehr häufig gemacht, wenn man EEPROM-MAC-Adressen, wenn man MAC-Adressen hat. Die müssen irgendwo liegen, also dass man Ethernet ordentlich benutzen kann. Dafür braucht man eine MAC-Adresse und diese MAC-Adressen, die liegen sehr häufig dann irgendwo in einem Flash oder EEPROM mit drin. Und das liest dann zum Beispiel auch der Bootloader schon mal aus und gibt es dem Linux-Kernel mit. Ja, es kann eben auf USB auch zugreifen und das Schöne ist, es kann auch auf Netzwerk zugreifen. Also es kann sich Kernel direkt via Netzwerk laden, es kann BootP und DHCP machen, das heißt, es kann sich selber eine IP holen, dieser Bootloader, und er kann dann direkt vom DHCP-Server fragen, wo kriege ich denn den Kernel her? Und dann kann er sich über TFTP zum Beispiel auch direkt den Kernel holen. Das ist super praktisch, wenn man wenn man am Kernel rumspielen will und merkt, ich muss den noch ein paar Mal öfter kompilieren, ja, dann ist es sehr nervig, wenn man die SD-Karte immer wieder zwischen den zwei Devices hin und her steckt und stattdessen setzt man einmal den U-Boot entsprechend auf, dass er sich das via BootP holt und dann muss man das Board nur noch resetten und er holt sich den aktuellsten Kernel, den man gerade gebaut hat, direkt vom Rechner. Das ist komplett konfigurierbar. Es gibt persistente Konfigurationsspeicher. Man kann da wirklich Skripte drin machen. Man kann zum Beispiel so Sachen machen wie, wenn der erste Bootvorgang nicht ordentlich durchgelaufen ist, dann boote mir ein alternatives Image. Also das hat man sehr häufig auf Embedded Devices, die eben nicht so für Spielereien zu Hause gedacht sind, sondern die irgendwo halt in der Industrie funktionieren müssen. Wenn da mal ein Firmware-Update fehlschlägt, dann muss man mit einem alternatives Image booten können, dass das Ding dann doch wieder läuft. Es kann sehr viele verschiedene Dateisysteme in das U-Boot. Man kann sich da halt einzelne Dateien rausladen, zum Beispiel einen Linux-Kernel und auch Boot-Logos zum Beispiel kann das schon anzeigen dann, solange Unterstützung für dieses jeweilige Board drin ist, für den Videoausgang. Und es gibt eben eine serielle Konsole zur Bedienung und Konfiguration. Ja. Der Linux-Kernel selber kann eigentlich fast alles außer dem SDRAM selber initialisieren im Normalfall. Das SDRAM hatte ich schon mal gesagt, das wird aus Platzgründen benötigt. Das ist so ein aktueller Kernel, der ist halt immer im zweistelligen bis dreistelligen Megabyte-Bereich. Ja, zweistellig kommt man schon noch gut hin eigentlich, aber genau. Jo, und ja, man hat da eine serielle Konsole mit Debug-Ausgaben und der hat auch einen integrierten Entpacker eben, dass man halt den Kernel komprimieren kann und dann nicht so viel Platz braucht. Ein Unterschied, der hier jetzt sehr wichtig ist, ist der Unterschied zwischen PCs und SoCs. Also beim PC hat man ja einen PCI Express Bus immer und da hängen die ganzen Devices dann dran und man hat außerdem ACPI. Und dieses ACPI, das beschreibt im Wesentlichen die ganze Peripherie, die der Prozessor, also der SoC selber mitbringt. Das gibt es bei ARM nicht, sondern stattdessen gibt es den Device Tree. Und das ist mit einer der interessantesten Sachen. Da kommen wir jetzt dann auch gleich dazu. Kurz zu dem U-Boot-Bootloader. Also es macht jetzt keinen Sinn, dass ich den hier jetzt auschecke und irgendwie zeige, wie man den konfiguriert. Deswegen, wer das tun will, sollte das selber tun. Da gibt es dann fertige Konfigurationen für verschiedene Boards in dem Config-Unterverzeichnis und es gibt auch halt Dokumentation und dann boardspezifischen Source-Code. Die Struktur ist relativ ähnlich zum Linux-Kernel und ja, wenn man das jetzt kompilieren will, dann macht man das auch wieder wie beim Linux-Kernel, dass man erstmal dieses Cross-Compile korrekt setzt. Dann lädt man die Board-Config. Zum Beispiel hier kann ich jetzt sagen, ich will für so ein Odroid XU3-Board mal die Konfiguration übernehmen. Und dann kann man das überarbeiten, wieder mit MakeX-Config oder MakeMenu-Config. Zum Beispiel kann ich sagen, ja, ich hätte jetzt auch gern Unterstützung für NFS oder TFTP, weil ich via Netzwerk booten will. Oder ich will das nicht haben, dass der Bootloader kleiner wird. Das kann ich dann alles in dieser Konfiguration einstellen.
wie man das Ding dann auf dem Board installiert, das ist leider immer boardabhängig. Ja? Also da oft ist es so, dass man irgendeine FAT-Partition auf dem Board dann eine passende Datei legt. Dieser Secondary Program Loader, der ist auch immer abhängig vom Board, also da muss man in die Doku schauen. Xconfig kennt wahrscheinlich jeder, sieht genauso aus wie beim Linux-Kernel. Also da muss man dann eben halt auswählen, welches Board man hat und wenn man es nicht schon über die Dev-Config getan hat und kann dann noch die Features konfigurieren. Das U-Boot hat ein Environment. In diesem Environment lässt sich zur Laufzeit alles Mögliche umkonfigurieren. Zum Beispiel die Boot-Strategie, ob er irgendwelche Fallback-Boots machen soll, ob er sich was wie ein Netzwerk ziehen soll. Da kann man Skripte hinterlegen. Und dieses Environment, das lässt sich in einem nicht flüchtigen Speicher ablegen. Das kann man dann auch verändern und wieder schreiben. Das Default-Environment ist im U-Boot mit einkompiliert. Also wenn er diesen externen Speicher nicht findet, dann hat er so ein Ursprungs-Environment. Das kann man über die Board-Config-Dateien dann auch anpassen. Und anzeigen lassen kann man sich dieses Environment mit Print-ENV. Das kann dann, also das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dem Environment, von diesem Board. Die sind mittlerweile sehr, sehr komplex. Man sieht, dass es da, der Boardname wird spezifiziert. Es gibt verschiedene Boot-Strategien. Wir sehen, dass hier Variablen eingesetzt werden und Skripte und so weiter. Also das muss man sich immer ein bisschen anschauen, was da eigentlich dann passiert bei dem jeweiligen Board. Er kann hier zum Beispiel per DHCP auch booten und so weiter. Ja. Das gibt es die drei wichtigsten Einträge da. Das ist bootcmd, das ist das Kommando, was er ausführt zum Booten. Dann gibt es dtbname, das ist der Name, der Dateiname des Device Trees. Und bootargs sind die Boot-Argumente für den Linux-Kernel. Das sind so die wichtigsten. Es gibt dann noch Help, also ein interaktives Hilfeding, wo man sich auch die Befehle anzeigen lassen kann und so weiter. Mit FAT-Load kann man dann Dateien aus einem FAT-Dateisystem laden und so weiter. Also wenn man damit rumspielen will, muss man halt mal ein bisschen experimentieren. Es macht jetzt nicht so richtig Sinn, einen Use Case mal durchzumachen. Dann schauen wir uns den Linux-Kernel an. Also da gibt es verschiedene Trees, das wissen wahrscheinlich eh die meisten von euch. Ein interessanter Tree ist hier der ARM-SoC-Tree. Der ist eben für solche ARM-SoC-Boards, da ist der am weitesten. Also da sind sehr viele Features drin, die im Mainline noch nicht mit drin sind, also Unterstützung für zusätzliche Peripherie oder so. Und die werden hier gesammelt, bevor sie in den Mainline übernommen werden. Also das macht teilweise Sinn, den auszuprobieren, wenn was Bestimmtes im Mainline nicht läuft. Es gibt dann noch, jeder Hersteller hat irgendwie so sein eigenes Repository, aber die hängen eigentlich immer sehr stark hinterher. Also da findet man teilweise noch Kernel 3.x oder so. Wenn man einen 32-Bit-Kernel bauen will, haben wir hier wieder dieses Cross-Compile, das kennen wir ja. Und man muss zusätzlich noch Export Arch gleich ARM, damit der Kernel weiß, für welche Architektur er jetzt die Konfiguration und so auch alles anlegen soll. Wir können wieder mit dem dev-config für ein bestimmtes Board das Ganze auswählen, beziehungsweise nicht für ein bestimmtes Board, sondern für eine bestimmte Typ, für einen bestimmten SoC-Typ. Und dieser eine Kernel, der kann dann auf verschiedenen Boards laufen. Ja? Also er kann auch auf allen ARM V7-Boards mehr oder weniger laufen, solange diese Boards den passenden Device-Tree mitbringen. Ja? Also man kann hier einen Kernel für verschiedene Boards bauen. Das ist eine relativ neue Geschichte, die eben dank des Device-Trees geht. Also neu auch nicht, gibt es jetzt schon lang. Aber vorher musste man halt den Kernel immer für ein konkretes Board bauen. Ja, 64-Bit-Kernel ist entsprechend halt Architektur auf ARM 64 setzen. Linux-Kernel-Module kann man sich dann natürlich auch bauen und installieren. Das ist soweit auch nicht sonderlich interessant. Und wenn man jetzt eine serielle Konsole hat und das alles richtig konfiguriert hat, dann sieht man schon sehr, sehr früh, was Sache ist und was da passiert. Jetzt haben wir hier unten gesehen und auch vorhin schon mal in dem U-Boot gehört, dass es halt so Kommandozeilenargumente gibt. Und die sind ganz interessant, wenn man einen Custom-Kernel auch booten will oder insgesamt damit rumspielen will. Da gibt es natürlich Dokumentation dazu im Linux-Kernel drin. Und hier sind mal ein paar wichtige Sachen, die man immer wieder brauchen kann. Und zwar mit diesem Early-Print-K und Early-Con kann man den Kernel dazu bringen, dass er schon möglichst früh anfängt, einem die ganzen Sachen mitzugeben, bevor irgendwelche Fehler passieren, damit man die auch sieht. Dem muss man dann mit übergeben, welche
welchen Konsolentypen man hat. Keep Bootcon, es sorgt dafür, dass die Konsole immer aktiv bleibt. Root ist der Pfad zum Root-Dateisystem. Und mit Root-Wait kann man jetzt zum Beispiel sagen, dass der Kernel, wenn er das Boot-Medium nicht findet, weil man zum Beispiel die SD noch nicht drin stecken hat oder so, dass er wartet, bis das Boot-Medium da ist und dann nicht gleich mit einer Panic abbricht. Mit Init kann man ihm sagen, was er im Userland dann starten soll. Und das ist zum Beispiel nützlich, wenn man sein Root-Passwort vergessen hat oder wenn man irgendein fremdes Gerät sich mal näher anschauen will. Also zum Beispiel ist es auch teilweise oder war zumindest früher bei diesen Smart-TVs so, dass man da eine serielle Konsole hinten Kabel angesteckt hat, hat halt Enter gedrückt gehalten, das Ding eingeschaltet und dann ist man im U-Boot drin gelandet und dann konnte man halt da einfach diese Boot-Argumente entsprechend anpassen, Init auf die Konsole umbiegen und dann hatte man eine Root-Shell auf diesem Ding. Also das ist noch eine hilfreiche Geschichte. Ich würde sagen, am interessantesten ist jetzt noch mit der Device-Tree, weil man da kommt sehr viel Komplexität mit rein und das ist auch mit am interessantesten. Dieser Device-Tree, der enthält eben Informationen über die ganze Peripherie, die dieses Board hat. Und ohne diesen Device-Tree tut ein aktueller Kernel nichts. Das ist eine Baumstruktur mit mehreren Ebenen, weil wir haben ja verschachtelte Busse, wir haben irgendwelche Highspeed-Busse und da dann langsamere Busse drin und wir haben auch I/O-Adressen drin und dann halt Zuordnungen von diesen I/O-Adressen zu bestimmten Treibern. Der Device-Tree, der muss immer zur Kernel-Version passen, also wenn man jetzt irgendwie nur einen neuen Kernel baut und den draufwirft und der alte Kernel doch etwas älter ist, dann tun die sehr oft nichts, weil sich im Device-Tree einiges geändert hat und der dann nicht mehr zusammenpasst. Das kann dann zum Beispiel so aussehen, also das ist jetzt eine grafische Repräsentation von so einem Device-Tree. Wir haben interne Busse, zum Beispiel AHB, AHB ist so ein Highspeed-Bus und APB ist für langsamere Peripherie. Da haben wir USB dran, dann mit Konfigurationseinträgen, wir haben MMC dran, wir haben vielleicht einen I²C-Bus dran und da dann Sensoren und EEPROMs und so weiter. Das kann man alles mit diesem Device-Tree modellieren und dafür gibt es DTS-Dateien. Diese DTS-Dateien, da gibt es eine Basisdatei für den SoC. Also ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. Wenn ich jetzt verschiedene Boards mit demselben Chip habe, dann wäre es ja Blödsinn, wenn man das für jedes Board alles wieder neu schreibt. Deswegen gibt es da so Include-Dateien, die eben die SoC-spezifischen Sachen erstmal definieren und man sagt danach, was die Board-spezifischen Sachen sind. Dieser Device-Tree, da gibt es eine ASCII-Variante davon, die wir eben editieren und die wird dann kompiliert in eine binäre Variante und diese binäre Variante, die wird vom Bootloader dann an den Kernel übergeben. Also man muss den auch immer mitpflegen, wenn man halt den Kernel ändert und so. Und wenn man dann einen falschen Device-Tree hat, dann kann der auch wirklich die Hardware beschädigen, weil da zum Beispiel drin definiert ist, was ist wo angeschlossen, was sind Eingänge, was sind Ausgänge. Und wenn man da was falsch hat, dann kann es halt sein, dass man einen Kurzschluss produziert. Also ich schaue hier jetzt gerade mal rein, das ist jetzt einfach irgendeine, wieder von so einem ROC-Chip, eine Konfigurationsdatei. Wir sehen, er hat hier ein paar, also das ist, die Syntax ist an C angelehnt. Wir sehen, er bindet hier erstmal ein paar Sachen ein. Hier sehen wir diese Basisgeschichte für den SoC. Ja. Also da ist die ganze Peripherie drin definiert, die so in dem SoC vorkommt und im Rest der Konfigurationsdatei hier jetzt oder im Rest von diesem Device-Tree steht drin, welche Peripherie auf diesem Board tatsächlich genutzt wird und wie die genutzt wird. Wir haben hier einen Modellnamen von diesem Board und wir haben hier auch so Kompatibilitätsangaben drin, dass er weiß, dass das zu diesem SoC passt. Wir können ihm hier auch sagen, dann eben, was er als serielle Schnittstelle benutzen soll. Und wir können hier auch weitere Kernel-Argumente noch mit reinschreiben, die er an den Kernel übergeben soll. Und dann sind hier verschiedene Definitionen, ja, also zum Beispiel hier, wo der Takt herkommt für die Ethernet-Schnittstelle und so weiter. Wir können hier zum Beispiel dann auch
Tasten definieren, wir können LEDs definieren, das ist auch recht interessant. Es gibt hier so LED-Triggers, mit denen man dann zum Beispiel sagen kann, an der Blinkfrequenz der LED würden wir gern sagen, wie viel das System gerade zu tun hat oder dass die LEDs immer blinken, wenn ein Speicherkartenzugriff passiert oder so. Also da würde ich jedem empfehlen, einfach mal sowas durchzuschauen, so einen Device-Tree, wenn man da Interesse dran hat. Genau. Es ist dann noch eine Sache, was man sehr oft sieht, ist dieses Status ist gleich okay. Ja, das ist liest sich ein bisschen lustig und hat den Hintergrund, erstmals jegliche Peripherie deaktiviert in diesem SoC-Include-File, weil sie halt nicht auf jedem Board vorhanden ist. Und erst mit diesem Status ist gleich okay, wird dann diese Peripherie aktiviert. Ja. Genau, also teilweise fehlen da halt dann Einträge, zum Beispiel für PCI Express, wenn man den Standard-Kernel hat und das kann man dann einfach noch mit reinnehmen und einfach Status ist gleich okay. Man muss halt dann noch ein paar Sachen zuordnen, ein paar Konfigurationen. Ja, diese jeweiligen Konfigurationseinträge, die hier zutreffend sind, da grabt man am besten so ein bisschen in diesem Verzeichnis drin rum. Ansonsten gibt es auch noch Dokumentation und man kann sich auch fertige, zur Dokumentation komme ich gleich noch, man kann sich auch fertige binäre Device Trees wieder dekompilieren. Man bekommt dann allerdings nicht mehr so schöne, Namen raus. Ja, also hier steht ja zum Beispiel dann irgendwie, genau. Jetzt. Ja, also hier steht zum Beispiel irgendwie dran, dass das IO-Function, also dass das eine GPIO und so weiter ist. Und wenn ich den binären Device-Tree anschaue, dann sehe ich hier nicht mehr diesen symbolischen Namen, sondern dann sehe ich nur noch die Werte 2 und 3 oder so. Die Bindings, um das Ganze jetzt auf Hardware zu matchen, die legt der Treiberautor fest und also die sollen alle Bindings eben dokumentiert werden im Linux-Kernel und dafür findet man unter Documentation Device Tree Bindings findet man diese als Textdateien, wo drin steht, welche Optionen welche Treiber haben und was man braucht und was optional ist und so weiter. Das ist teilweise sehr komplex, weil es halt verschiedene Optionen gibt. Zu diesem DTSI, das habe ich gerade schon erzählt und auch, dass man es mit Status gleich okay aktivieren muss, wenn man diese Peripherie nutzen will. Klassisches Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Temperatursensor anschließe, wie kann ich den in den Device-Tree reinschreiben? Im Prinzip Dokumentation aus den Bindings lesen und andere Board-Dateien, also Device-Trees als Beispiel anschauen. Da kann ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, dass der Temperatursensor LM75 heißt und da kann ich jetzt einfach grabben machen. Und dann sehe ich auch andere Device-Trees, wo sowas eingebunden ist. Und hier dieses LM75@48 heißt zum Beispiel, dass an der Adresse, an der I²C-Adresse 48 jetzt so ein Sensor eingebunden ist. Und dieser Eintrag, der passiert innerhalb von einem I²C-Bus dann. Ja? Weil das Ding muss ja an irgendeinem I²C-Bus sein. Und da gibt es dann immer das Keyword Compatible und in Compatible steht drin, welcher Treiber dafür zuständig ist. Also darüber passiert das Matching zu dem Treiber. Linux Userland würde ich sagen, skippen wir jetzt schnell, weil das muss man eh halt selber dann machen, wenn man das will. Also da empfiehlt sich Debootstrap, damit kann man ein komplettes Debian-System halt sehr schnell aufsetzen. Dafür nutzt der QEMU diesen Emulator und man emuliert quasi einen ARM auf dem eigenen Board und setzt dort quasi from the scratch ein Debian-System auf. Also er nimmt dann schon binäre Pakete. Die Folien sind wie gesagt online, also da kann man sich das alles rauscutten-pasten. Das ist eigentlich soweit, wie man da vorgeht. Zum Fazit ist so, dass es halt einigermaßen komplex ist schon, bis man dann, also wenn man einen Bootloader zum Beispiel selber baut oder so, das mache ich auch nicht so oft, weil den baut man halt einmal, aber man macht da nicht so oft dran rum, außer man will jetzt ein eigenes Board wirklich bauen. Und dafür, wenn man halt für Embedded Devices ein Custom Bootloader oder so haben will, dann muss man das halt im Bootloader, also wenn das schon möglichst früh kommen soll, dann muss man das in den Bootloader mit reinbauen. Beim Userland ist es auch so, das setzt man halt einmal auf und macht dann immer wieder Updates.
Ja, beim Kernel ist es ein bisschen anders. Also da bin ich schon eigentlich so, dass ich jetzt auf meinen Devices dann neue Kernel ausprobiere, halt, um rauszufinden, hat sich der Strom, die Stromaufnahme jetzt irgendwie verbessert, Performance und so weiter. Ich habe ja vorher mal erwähnt, eben, dass es hier SoCs gibt, mit dem die schnelle Kerne drin haben und langsame Stromsparende. Und da ist es jetzt auch in den neueren Kernels so, dass der Scheduler das automatisch eben erkennt oder erkennen soll. Ich habe es noch nicht irgendwie richtig funktionierend gesehen. Aber dass er halt erkennt, wie mächtig sind welche Kerne und dann sieht, wie viel Leistung braucht jetzt gerade ein Prozess und dann den entsprechend auf den passenden Kern schiebt. Ja. Ansonsten Security-Features sind natürlich in den Linux-Kerneln immer so, dass da neuere besser sind, weil da halt Bugfixes passieren. Serielle Konsole unverzichtbar, grundsätzlich würde ich sagen. Dann sind wir jetzt aus meiner Sicht eigentlich durch. Ich nehme mal an, dass schon irgendwelche Fragen bestehen, oder? Keine? Ja? Serielle Konsole bei Siebagen nicht abgesetzt vom Kernel. Gibt es mit GDB-Möglichkeiten oder was? Ja, also man kann da natürlich auch per GDB drauf, dass man sich halt einen GDB-Server installiert oder man kann auch zum Beispiel, wenn man schon relativ früh auf das System drauf will, die meisten Systeme haben ein JTAG-Interface oder ein SWD-Interface. SWD steht für Single-Wire-Debug und da braucht man einen passenden Adapter. Also da würde ich den ST-Link empfehlen. Der ist von ST. Genau. Und der wird eigentlich sehr gut unterstützt. Da gibt es auch Open-Source-Software namens OpenOCD. Die wurde, glaube ich, auch hier an der Hochschule ursprünglich entwickelt. Und die stellt quasi einen Server für GDB zur Verfügung und stellt dann die Hardware-Verbindung zu dem Target her. Und damit kann ich mich dann verbinden und kann dann quasi von Anfang an Debugging drauf machen. Ja? Ja? Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Bootloader Barebox sammeln können? Habe ich jetzt bisher noch nicht so richtig benutzt. Genau. Ja. Bootzeit, auf die ich auch schreiben möchte, wird quasi ein grafisches Interface den Nutzer schnell angezeigt. Bootzeit, auf die ich quasi. Dass das grafische Interface möglichst früh kommt. Dass ich zumindest eine Anzeige habe, das heißt Icon. Also die grundsätzlich ist es da eben so, dass man am besten dann schaut, dass das, der U-Boot-Bootloader schon die, grafische Ausgabe initialisiert und da eben das Bootlogo anzeigt. Ansonsten helfen da oft noch so ein paar Sachen, dass er halt, dass man die schnelle Speicher benutzt. Also ich meine jetzt gar nicht das SD-RAM, das externe, sondern dass man zum Beispiel bei SPI-Flash und so, also bei diesem, wo man oft die Bootloader und so drinstehen hat, das sind kleine serielle Flashes und die kann man eben teilweise mit 133 MHz ansprechen und kann die dann auch mit 4-Bit-IO ansprechen und so weiter. Und dass man da einfach schaut, was kann die Hardware überhaupt, sehr viele nutzen das überhaupt nicht, weil ich so die Erfahrung gemacht habe. Also die nutzen dann nur Single-Bit-Mode und dann irgendwie 16 MHz oder so, obwohl die Hardware da mehr kann. Also da kann man auch nochmal das rausholen. Noch Fragen? Ja, das schließt sich so ein bisschen an die Debugger-Frage an. Mhm. Ich hatte mal das Problem, ich hatte ein Wort, das hat getan, ja. Und hin und wieder ist es eingefroren, der Kernel. Mhm. Was macht man in so einer Situation? Also es gab auch keine Ausgabe mehr auf der servierten Konsole. Also da würde ich grundsätzlich erstmal versuchen, ein möglichst schlankes System halt mal irgendwie zu machen, möglichst alles aus dem Kernel raus und dann verschiedene Kernel-Versionen probieren. Ja. Und was ich grundsätzlich da, also wenn ich jetzt so ein eigenes Board habe oder auch ein Board, wo ich den Verdacht habe, es könnte vielleicht auch an RAM liegen. Es gibt, man sollte dann einen Memory-Test erstmal durchlaufen lassen. Ja? Also der halt so wie dieses Memory-Test 86 erstmal das ganze externe SD-RAM testet, ob da irgendwelche Bits vielleicht mal umkippen. Das kann man unter Linux sogar aus dem User-Space raus machen und da gibt es so einen Mem-Tester oder irgend sowas.
muss man als Root laufen lassen, weil der greift sich dann halt möglichst viel Speicher. Man sollte eben mehr als die Hälfte des Speichers geben, dass auch alle Adressleitungen und so mal durchtorbelt. Ansonsten kann theoretisch der Linux-Kernel selber, glaube ich, auch Memory-Tests mittlerweile. Und in U-Boot war früher das auch mal drin, aber hat dann immer ordentlich funktioniert und dann haben sie es rausgeworfen oder so. Ich weiß nicht, wie da im Moment der Stand ist. Aber ja, unterschiedliche Kernel-Versionen testen und vielleicht mal mit verschiedenen und mal den Speichertest machen. Und da kann es natürlich dann auch was bringen, mal den Speicher runterzutakten. Es geht nicht mit jedem Speicherinterface beliebig weit runter, aber. Ich wollte nur noch kurz einen Kommentar. Stromversorgung ist auch immer gut zu prüfen bei irgendwelchen Instabilitäten. Ja, das stimmt, ja. Also da, wenn man halt irgendwie da die, also es ist auch relativ solche Boards, die über 5 Volt heute noch versorgt werden, die genehmigen sich da dann halt 3 Ampere oder so in der Spitze. Ja. Und da ist jetzt auch der Trend eigentlich dazu hin, dass man da eher zu 12 Volt Versorgung geht. Also zum Beispiel diese Rock-P-Boards, die können glaube ich auch dieses Quick-Charge und so, und den kann man eigentlich direkt 12 Volt reinballern und dann brauchen die nicht so viel Strom. Ja. Also weil ansonsten 3 Ampere über so eine Micro-USB, das ist schon etwas wackelig, ja, um es euphemistisch auszudrücken. Genau. Keine wirkliche Frage, aber was zur Erfahrung mit K-Exec, die Erfahrung mit dem Feature K-Exec im Linux-Kernel, den man Kernel neu laden kann, wenn ein anderer schon läuft. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert. Ich habe das schon probiert, wenn der Kernel stehen bleibt, kann man ja einen anderen laden, aber das hat für mich nie wirklich funktioniert. Okay.